Herzlich willkommen zu unserem Lehrvideo iTunes 7.5. Im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Funktionen der Software vorstellen. Hierzu starten wir das Programm aus dem Dock heraus. Je nachdem, wie viele Medien sich bereits in Ihrer Bibliothek befinden, kann der Programmstart ein wenig länger dauern, wie wir gerade gesehen haben. Hier unten in der Anzeige sehen wir, es befinden sich über 4000 Medien in unserer Bibliothek, die einen Platz von über 25 GB auf der Festplatte einnehmen. Zunächst einige Informationen zu verschiedenen Elementen der Benutzeroberfläche von iTunes. Hier rechts oben unter dem Punkt Darstellung neben dem Suchfenster haben wir verschiedene Möglichkeiten der Darstellung für die Musikbibliothek zur Verfügung. Derzeit ist die mittlere Option angewählt. Links daneben befindet sich die sogenannte Listendarstellung. Und rechts außen kommen wir in den sogenannten Coverflow-Modus, der sicherlich am schönsten von den drei Möglichkeiten anzusehen ist, da man hier durch seine digitalen Plattencover wie durch eine reale Musiksammlung blättern kann. Wahlweise kann Coverflow auch im Vollbildmodus angeschaut werden. In der Seitenleiste von iTunes finden wir nun unter anderem den Punkt iTunes Store. Über diesen können wir eine Internetverbindung vorausgesetzt, Verbindung mit Apples Online-Dienst aufnehmen, über den wir unter anderem Musik kaufen oder auch kostenlos Podcasts laden können. Dies ist die Benutzeroberfläche des deutschen iTunes Store. Wenn wir einmal ganz nach unten scrollen, sehen wir den Ländereintrag, dass wir uns hier im deutschen iTunes Store befinden. Sind Sie in Deutschland wohnhaft, ist dies wichtig, denn nur über diesen iTunes Store können Sie dann noch einkaufen. Hier können auch andere Länder ausgewählt werden. Um im iTunes Store einkaufen zu können, müssen Sie dort einen Account erstellen. Dies können Sie über den Button Anmelden rechts oben hier in dem Fenster. Wenn Sie einen Account erstellt haben, können Sie nach Musik im iTunes Store suchen. Wir haben hier zum Beispiel eine Platte der deutschen Newcomer Room 2012 ausgewählt und wir sehen, hier lassen sich nun die einzelnen Songs kaufen, in der Regel zu einem Preis von 99 Cent oder auch das ganze Album, in diesem Fall für einen Preis von 11,99 Euro. Wenn Sie etwas im iTunes Store gekauft haben, werden diese Medien automatisch der Wiedergabeliste Einkäufe, die Sie links in der Seitenleiste von iTunes finden, hinzugefügt. Löschen Sie Titel aus dieser Wiedergabeliste, so bleiben diese dennoch in Ihrer Musikbibliothek und auf Ihrer Festplatte vorhanden. Dies gilt für jede Wiedergabeliste in iTunes. Sie können Wiedergabelisten aus iTunes auch auf CD brennen, das sehen wir hier. Und wir werden in Kürze mehr über die verschiedenen Möglichkeiten des Brennens lernen, wenn wir uns den Einstellungen von iTunes zuwenden. Wenn Sie nun eine neue Wiedergabeliste erstellen möchten, so gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten. Das einfachste ist, Sie klicken links unten auf den Plus-Knopf in dem iTunes-Fenster. Dann erscheint in der Seitenleiste der Eintrag für eine neue Wiedergabeliste, die Sie entsprechend benennen können. Wir geben unserer Wiedergabeliste den Namen einer bestimmten Gruppe, deren Titel wir in dieser Wiedergabeliste sammeln möchten. Wir suchen nach dieser Gruppe rechts oben im Suchfenster von iTunes und iTunes zeigt uns im Folgenden alle entsprechenden Titel der Gruppe an, die sich in der Musikbibliothek befinden. Wir können nun alle Titel markieren und diese einfach per Ziehen und Ablegen in die Wiedergabeliste bewegen, sodass sie dort gesammelt werden und für den schnellen Zugriff vorhanden sind. Wenden wir uns nun den tiefergehenden Einstellungen von iTunes zu, über die Sie die Applikation Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend anpassen können. Hier finden wir unter dem Punkt Erweitert unter anderem die Option Brennen, über die wir einstellen können, ob wir eine Wiedergabeliste beispielsweise als MP3-CD oder als Audio-CD brennen möchten. Unter dem Reiter Importieren können wir unter anderem einstellen, wie wir eine CD, in welchem Format wir eine CD in iTunes importieren möchten.
Hier gibt es unter anderem die Möglichkeiten MP3, AAC oder auch AIFF. Außerdem können wir hier festlegen, ob eine CD beim Importieren gleichzeitig abgespielt werden soll und ob die Namen der einzelnen Titel auf einer CD automatisch aus einer Datenbank im Internet abgerufen werden sollen. Außerdem können Sie hier noch einstellen, wie iTunes überhaupt reagieren soll, wenn Sie eine CD einlegen. Unter dem Reiter Allgemein können Sie unter anderem einstellen, ob iTunes Dateien, wenn Sie diese der Medienbibliothek hinzufügen, automatisch auch in den entsprechenden iTunes-Musikordner auf die Festplatte kopieren soll. Links oben unter dem Punkt Allgemein können Sie unter anderem festlegen, ob iTunes automatisch fehlende CD-Cover laden soll. Dies funktioniert allerdings nur, das sehen wir hier, wenn Sie einen Account im iTunes Store besitzen und angemeldet sind, denn dann kann iTunes automatisch auch Cover von CDs, die Sie selbst in iTunes importiert haben, aus dem iTunes Store laden. Haben Sie eine CD importiert, die es nicht auch im iTunes Store zu kaufen gibt, so wird das Cover nicht automatisch geladen. Das war's erst einmal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.